Ja, ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von Vlog zu 1 Million Euro. Und diesmal gibt es eine kleine Finanzzusammenfassung zum Ende von meiner Ausbildung, die jetzt 3 Jahre lang gebraucht hat. Dachte ich mir, wäre es schon ganz wichtig, da zusammenzufassen, wie sich das entwickelt hat über die 3 Jahre. Ja, Ausbildungsgehalt, jetzt danach der Ausbildungsgehalt. Und halt sonst meine Finanzen, Aktien, ETFs, sonstige Sachen, alles zusammen und vor allem halt dieses Jahr, 2024, habe ich dabei sozusagen zum Zeigen, weil wir das bis jetzt noch nicht gemacht haben. Ansonsten die letzten Jahre könnt ihr euch auch immer in der Playlist Finanzen anschauen. Da gibt es immer eine ja, Zusammenstellung. Was dann das komplette Jahr über passiert ist, was ich investiert habe und so. Alles ganz genau aufgegliedert, jeden Monat immer aufgeschrieben, wie es ausschaut. Und genau, das könnt ihr euch natürlich auch immer gerne anschauen. Ansonsten, dieses Mal geht es dann um das Gehalt, ja, beziehungsweise die Entwicklung die letzten 3 Jahre sozusagen, genau, wo ich meine Ausbildung zum Elektriker im Handwerk gemacht habe. Genau, an sich kann man so sagen, Gehalt mal grob anfangen. Also es hatte angefangen mit 910 Euro. Genau, das wurde dann noch Steuern abgezogen und so, kam man, glaube ich, knapp bei 700 raus. Das erste Jahr, dann das zweite Jahr waren es dann 960 Euro. Da wurden auch Steuern abgezogen, kam auch halt ungefähr 40, 50 Euro mehr raus. Und jetzt dann im dritten Lehrjahr, weil ich dann so eine gute Zwischenprüfung hatte, gab es dann 30% mehr. Ansonsten gäbe es 1010. Ich hatte dann 1320 bekommen. Genau. Und da habe ich dann sozusagen 1100 so netto dann noch aufs Konto überwiesen bekommen. Also hat sich da viel getan. Ansonsten wurde ich die ganzen 3 Jahre lang vom Elternhaus noch ein bisschen unterstützt mit 500 Euro, weil ich ausgezogen bin. Ansonsten als normaler Azubi wohnt man ja vielleicht noch bei den Eltern. Ansonsten müsste es mit dem Geld auch so hinhauen, dass man es hinkriegt. Also ich glaube, ich hatte jeden Monat mehr als 500 Euro über, weil ich halt wahrscheinlich relativ sparsam halt gewohnt habe, gelebt habe und ja, nicht die ganze Zeit das Geld ausgegeben habe, sondern halt investiert habe. Genau, die Miete, die ich gezahlt habe über 3 Jahre, waren jetzt 340 Euro warm, wo schon alles mit drin ist. Ansonsten habe ich noch Lebensmittelkosten gehabt. Die waren so grob ja, 100 bis 150 Euro pro Monat. Und dann halt noch sonstige diverse Sachen, aber das kann ich euch dann da am Computer gleich besser zeigen, wie es dann diesen Monat aussah und wie es dann sich entwickelt hat. Genau, und ja, ansonsten mit den Investitionen her ging es immer weiter, immer bergauf. Aber das seht ihr jetzt auch gleich. Da tun wir am besten gleich rüber wechseln, dass ich euch dann nicht länger auf die Folter spanne. Genau. Wir sind jetzt hier am Computer. Das ist als erstes die Übersicht über meine kompletten Aktien, meine Kontostände und die ETFs dieses Jahr über. Genau, also Dezember 23 steht hier noch das vom letzten Jahr drin. Ansonsten hier geht es ums Jahr 2024. Genau, also da oben sieht man so einen Kontostand sozusagen. Ja, wie es halt sich entwickelt hat. Da hatte ich mal relativ viel über. Ich glaube, da ging es um eine Investition für die Eltern, dass ich denen was Geld ja, gebe sozusagen und die mir dann anstattdessen die Aktien rübergeben. Also habe ich da das Bargeld sozusagen hier in die Atlassian-Aktien umgewandelt. Und ansonsten habe ich jetzt hier am Ende wieder relativ viel Bargeld, weil das jetzt momentan im Bausparer angelegt wird. Und dann nächstes Jahr im Dezember ich den dann sozusagen ausschöpfe und dann sozusagen mit meinem Gewinn mehr Gewinn mache als mit den Zinsen, die ich zahlen muss. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, einen Bausparer zu machen, weswegen das jetzt hier beim Girokonto als Bargeld drin steht, obwohl es an sich auf dem Konto von dem Bausparer drin ist.
Genau. Ja, ansonsten stehen hier immer die Werte von den Aktien oben jeden Monat, Anfang vom Monat immer. Genau, da gibt es hier einmal den monatlichen Sparplan, wo einfach immer 100 Euro rein investiert werden. Der hat sich jetzt hier Richtung Ende richtig gut entwickelt. Genau. Dann gibt es hier Kredite, Mintos-Kredite, habe ich auch schon ein Video zu gemacht, wenn es euch interessiert. Da hätte ich hier kurzzeitig dann die 10.000 Euro drin, weil ich das ein ganz gutes Konzept fand und das gut Gewinn gemacht hat sozusagen. Und hier habe ich dann das Geld hier wieder in Bausparer umgewandelt. Aber das hier soll wieder voll werden, wieder auf 10.000 hoch. Das sind die nächsten Investitionen, die ich jetzt mit meinem Geld sozusagen mache, das überbleibt. Genau, ansonsten hier, ja, es entwickelt sich halt so. Da mittlerweile relativ schlecht dann drin, jetzt geht's wieder. Ansonsten hier BlackRock hatte ich mal vor, vielleicht noch zu kaufen. Deswegen steht das jetzt noch in der Liste drin, aber wie man sieht, hat es noch nicht gereicht. Ansonsten hatte ich hier BASF relativ günstig eingekauft, dachte ich zumindest. Wurde natürlich noch günstiger, ist jetzt mittlerweile wieder ein Plus. Genau, ansonsten hier ganz üblich die sonstigen Aktien, die ich sonst immer hatte. Hier zwischendrin hatte ich einmal ganz kurz Tesla für ein paar, ja, ein paar Tage sozusagen. Und habe es dann gleich wieder verkauft, weil ich damit gut Gewinn gemacht habe. Genau, und hier unten fangen dann die Sparpläne an, nein, nicht Sparpläne, ETFs, wovon zwei beim Sparplan bespart wurden. Genau, die entwickeln sich eigentlich immer ganz gut positiv. Genau, den Sparplan für 200 Euro habe ich da mittlerweile zwischendrin schon gestoppt, hier im Juni, weil genau, ich das halt nicht mehr, ja, halt nicht mehr so groß werden lassen wollte, den Betrag hier. Genau, ansonsten hat sich hier die Gesamtbilanz immer schön positiv nach oben entwickelt. Hier drinnen ist jetzt natürlich von den Aktien her ein starker Einbruch. Aber von der Gesamtbilanz her geht es da trotzdem nach oben, weil das Geld ja hier jetzt im Cash sozusagen drinnen ist. Genau, also wenn wir jetzt hier 6.000 draufrechnen und dann noch 1.400 vom Sonderkonto, dann reicht es auf jeden Fall, um da Plus gemacht zu haben, sozusagen. Genau. Ansonsten waren das hier meine Aktien. Dann gehen wir weiter zu meinem Haushaltsplan, der wichtigsten, mein wichtigsten Instrument, so ein bisschen überprüfen, wie es denn so aussieht über den Monat. Genau, hier oben sieht man noch die Gehaltsentwicklung. Da ab März gab es dann einen Fahrtkostenzuschuss, weil ich dann zum der zweiten Firmenzentrale immer hingependelt bin mit dem Zug und da wurde das dann bezuschusst. Und hier ab oder im August und September gibt es dann das höhere Gehalt, was dann eben, ja genau, also es sind 2.800, die dann brutto anstehen plus noch Vergünstigungen und Fahrkosten und am Ende kommen dann 1.960 Euro auf mein Konto plus 50 Euro Gutschein jeden Monat. Genau. Ansonsten externe Einnahmen, wenn ich halt irgendwo Geld verdiene, Trinkgeld bekomme, sonstige Sachen, dann genau, geht es da immer relativ nach oben. Und hier dann die Unterstützung von Eltern, die jetzt ab August wegfällt, waren sonst immer 500 Euro. Und da sieht man auch hier schön die, ja, die monatlichen Einnahmen immer jeden Monat. Und man sieht eben jetzt, dass ich dann durchs mehr Gehalt ja, ein bisschen mehr, also so 200, 300 Euro mehr bekomme, als ich sonst hatte.
Genau, ansonsten die Ausgaben, die Miete, wie ganz üblich, hier im September jetzt eine Doppelmiete und im Oktober dann nur noch die Miete von der neuen Wohnung, die ich aber auch noch vor, umzuziehen in eine kleinere, also in der Wohngemeinschaft in eine kleinere Wohnung, die dann 450 Euro kostet, mit Nebenkosten, und dann sollte das, glaube ich, ganz gut passen. Ansonsten hier die Versicherung, so wie üblich, Berufsunfähigkeitsversicherung da, und hier kommen dann beide anderen Versicherungen auch noch zusammen, das ist die private Haftpflichtversicherung und die Auslandskrankenversicherung. Ansonsten die Ausgaben fürs Essen, zum Einkaufen pauschal tue ich da immer 100 Euro ansetzen, dass man halt einen groben Wert hat für die Zukunft sozusagen. Ansonsten hier im August war es jetzt günstig, weil wir im Urlaub waren. Im September wird es auch wieder günstig, weil wir im Urlaub waren. Ansonsten, ja, sieht man ja relativ normal sozusagen. Dann hatte ich hier Bohnenunterricht noch, da im August das letzte Mal, wo dann der Mai und der Juli mit hier drin abgerechnet wurden, weil es so eine Kombi-Stunden-Sache war. Das wird dann in Zukunft erstmal wegfallen. Dafür kommt dann vielleicht der Fagottunterricht dazu. Das sehen wir dann auch mal. Ansonsten Orchesterbücherei gibt es immer einen kleinen jährlichen Beitrag, diesmal noch nicht. Dann GZ-Gebühren, WG-Anschaffungen oder Spenden, da ist jetzt meine Spende drin. Und hier eine Wohnungsanschaffung für 15 Euro, was auch immer, keine Ahnung. Dann die Fahrkarten für die Bahn, wie üblich, relativ hoch in manchen Monaten, wenn ich Urlaub mache. Ansonsten auch ganz gut niedrig, also halt den 30 Euro Deutschland-Ticket, vergünstigt für Schüler in Bayern. Hatte ich das eben, um zur Arbeit zu kommen. Und da sind es halt dann private Wochenendfahrten irgendwo hin. Wohnungsanschaffungen, wenn ich was für die Wohnung einkaufe oder sonstige Sachen, mache hier jetzt doch relativ viel, da ich einen guten Deal bei USB-Sticks gefunden im Supermarkt. Dann gab's noch ein paar Bücher zum Einkaufen und einen Fitness-Tracker-Uhr. Genau. Ansonsten hier Freizeitaktivitäten. Ja, werde ich schon für irgendwas ausgegeben haben. Muss man nochmal nachdenken, aber fällt mir dann bestimmt ein. Und ansonsten hier noch Essen gehen in Bayern. Wenn man halt da irgendwo mal essen geht, dann kommt es halt dahin. Genau, relativ günstig sozusagen. Genau, hier sieht man ansonsten immer die Ausgaben gesamt in dem Monat, also grob 600 Euro rum, 700, 600, je nachdem, wie es halt sich entwickelt. Und hier dann die Bilanz von den Einnahmen minus Ausgaben, bin ich eigentlich immer schön im Positiven, so grob 1000 Euro, manchmal mehr, manchmal weniger, kommt immer drauf an. Genau, ansonsten sieht man hier unten die Sparprozente, die möglich sind. Genau. Also insgesamt spare ich mit den jetzigen Eingaben 63% von den Einnahmen, werden komplett gespart. Davon gehen die hier in den Sparplan, 1200 für die Altersvorsorge. Und das sind dann 53%, die ich dann tatsächlich vom Gehalt frei investiere. Und hier noch die vermögenswirksame Leistung von der Arbeit. Und jetzt kommen wir dann zum Wichtigsten. Genau, ansonsten die Zahlen könnt ihr euch so noch anschauen, durchrechnen oder vergleichen mit letztem Jahr oder so, wie es euch interessiert. Und jetzt auf jeden Fall das Wichtigste, das Diagramm, wie sich mein Geld entwickelt hat über die ganze Zeit. Genau, hier vorne hatte ich es eigentlich nicht so wirklich aufgeschrieben. Da war ich in der Schule, genau, und hatte halt nichts gemacht mehr. Mein Geld lag auf dem Konto von der Bank. Das waren jetzt auch nur 5000 Euro. Und ja, ist halt da vor sich hergedümpelt. Und hier, ab Januar 2021, habe ich dann das intensive aufgeschrieben. Genau. Und dann hier ab März 2022 habe ich dann jeden Monat die genauen Beträge eingetragen, wie es sich so entwickelt hat. Genau. Ansonsten hier, also an sich über die ganze Ausbildung, relativ gute Entwicklung nach oben. Hier sieht man kleine Spitze drin, da habe ich Aktien von Eltern erhalten sozusagen, und hier habe ich die Aktien wieder zurückgezahlt, deswegen ist dann hier das Minus wieder drin, also an sich geht es ja auch relativ geradeaus durch. Dann hier
mal halt schlechtere Börsenzeiten, mal bessere. Sieht man hier ganz gut immer so, ja, mal geradeaus, mal nach unten, mal wieder stark nach oben, immer unterschiedlich. Hier jetzt, Anfang dieses Jahr, eine richtig krasse Aktienentwicklung nach oben. Das war richtig gut. Ansonsten hier, jetzt momentan bin ich noch kurz unter 50.000 Euro. Sieht man hier drüben immer die ja, Komplettsumme sozusagen zusammengefasst. Genau, da bin ich jetzt knapp unter 50.000 Euro, noch 1.000 fehlen noch. Das wird im nächsten Monat wahrscheinlich auch nichts, weil ich dann nochmal relativ hohe Belastungen habe. Also wegen der doppelten Miete, Kaution, Zahlen und hier noch und da noch und neue Wohnungen, noch ein paar Sachen anschaffen. Schauen wir mal. Aber danach soll es wieder gut nach oben gehen und dann am liebsten natürlich auch mit so einer schönen Kurvensteigung, so wie hier. Das sehen wir dann. Ansonsten hier ist jetzt noch null eingetragen, weil die Werte noch null sind für den Rest des Jahres. Aber das sehen wir dann, wie sich das entwickelt. Sollte auf jeden Fall ganz gut sein. Genau, ansonsten freue ich mich natürlich da dann den ersten oder den zweiten Meilenstein dann schon geschafft zu haben. Hier hatte ich ja nur den ersten mal mit 25.000 gefeiert sozusagen und ein paar Müsli-Riegel gegessen als Belohnung. Und hier demnächst gibt es dann die 50.000 Euro ja, von meinem kompletten Finanzen plus sozusagen. Und die ja, werden dann natürlich auch wieder belohnt, wahrscheinlich auch wieder mit ein paar Müsli-Riegeln, vielleicht noch Gummibärchen oder so, schaue ich mal. Ansonsten, ne, freue ich mich natürlich schon darauf, da gut Plus gemacht zu haben und bin dann gespannt auf die Entwicklung in der Zukunft, ja, wie sich das so entwickelt an sich. Wären es jetzt dann 1, 2, 3, annähernd 4 Jahre, in denen ich von 5.000 zu 50.000 gekommen bin. Aber natürlich muss man noch bedenken, dass ich natürlich richtig krasses Gehalt erhalten habe und viel gespart habe und deswegen so viel Plus gemacht habe. Da muss ich eigentlich mal selber ausrechnen, wie viel Geld von mir kommt und wie viel Geld von Aktieninvestitionen im Plus ist. Aber das mache ich dann im anderen Video, vielleicht ja zum Jahresende oder so. Aber das sehen wir dann auf jeden Fall. Genau, ansonsten. Ja, wie ihr gesehen habt, habe ich da doch krass Plus gemacht über das ganze Jahr sozusagen, über die Monate hinweg, über die Jahre hinweg. Und das freut mich tatsächlich, so krass zu sehen. Ist mir auch gar nicht so wirklich aufgefallen, weil man halt einfach nur so, ja, zum letzten Monat war es jetzt nicht so viel oder ach, ja, habe ich mir ein bisschen Minus gemacht zum letzten Monat. Aber dass man da in, naja, 4 Jahren, halt sozusagen 45.000 Euro plus macht, ist natürlich schon eine Leistung. Als Azubi, wo man noch nicht so viel verdient und nicht als Top-Manager, wo man das als Monatsgehalt locker über hat, sondern das ganz knapp ist sozusagen. Ja, ansonsten freue ich mich natürlich, wie euer Stand so momentan ist, wie es bei euch ausschaut. Da bin ich auf jeden Fall richtig interessiert. Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Ansonsten so wie immer den Kanal liken und abonnieren. Und ansonsten bis nächste Woche.